Also, unser Thema heißt Unternehmensführung, und Unternehmensführung, haben wir schon im Überblick gesehen, ist im Wesentlichen Menschenführung. Und Menschenführung braucht verschiedene Grundlagen. Wir nennen also das Kapitel Grundlagen der Führung und meinen Grundlagen der Menschenführung. Und diese Grundlagen sind das eigene Führungsverhalten, die Gruppendynamik, die Kommunikation und die Motivation. Vier wesentliche Grundlagen. Man kann gar nicht sagen, welche von denen die wichtigste ist. Sie sind alle sehr wichtig. Eigenes Führungsverhalten, damit fangen wir an. Gruppendynamische Prozesse. Das ist hier auch Teil. Nö. Das ist nur der Überblick. Da steht ja Grundlagen 1, eigenes Führungsverhalten. Ich wollte nur eben kurz verraten, was Grundlagen 2 Ja, sind. gut. Also Gruppendynamik, denn wir haben zu tun in der modernen Unternehmensführung mit Projektteams, also mit Gruppen. Kommunikation, ganz zentrales Element. Und Motivation, ein ebenfalls sehr zentrales Instrument. Also sie sind alle sehr wichtig, diese vier Grundlagen. Man kann gar nicht sagen, da kann man was von weglassen. Sie sind alle extrem wichtig. Sie bedingen sich natürlich auch gegenseitig. Ja? Kommunikation, Motivation hängt zusammen. Gruppendynamik, Motivation hängt zusammen. Ja? In Gruppen verhalten sich Menschen oft motivierter als Einzelkämpfer. Das hängt also alles zusammen, ist also nie trennungsscharf, aber das sind wir ja schon gewohnt. Und wir beginnen mit dem eigenen Führungsverhalten und schauen uns zunächst mal an, welche Typen von Führung. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.